zwei Kreise mit Zentren O und Q und mit jeweiligen Radien 2 und 4 sind außen tangent zueinander. Die Gerade MN ist eine ihrer gemeinsamen Tangenten. M und N sind die jeweiligen Kontaktpunkte. Frage: Was ergibt der Flächeninhalt des Dreiecks OQM? Wir suchen also den Flächeninhalt von diesem grünen Dreieck und den können wir finden durch die einfache Formel: Flächeninhalt ist diese Basis mal diese Höhe geteilt durch 2. Der Abstand zwischen M und N, das ist die Höhe, die wir hier berücksichtigen. Also der Flächeninhalt von dem grünen Dreieck, das ist diese Basis, das ist der Radius vom kleinen Kreis, also 2, mal diese Höhe, die eigentlich der Abstand zwischen M und N ist, geteilt durch 2. Und dieser Bruch ergibt eben diese Höhe h. Den Zahlenwert von h können wir durch den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck bestimmen. In diesem rechtwinkligen Dreieck gilt h im Quadrat plus 2 im Quadrat gleich 6 im Quadrat. Dieser Abstand ist effektiv 2, denn das ist ja der große Radius 4 minus der kleine Radius 2. Die Hypotenuse ist effektiv 6, denn die Hypotenuse misst diesen Radius 2 plus diesen Radius 4. Aus dieser Rechnung finden wir also heraus, dass h im Quadrat 36 minus 4, das heißt 32 ist. Also ist h die Quadratwurzel aus 32, das heißt 4 mal die von 2. Und somit ist die Antwort D die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.